Leute, es ist super wichtig, dass ihr verstanden habt. Hier nochmal kurze Wiederholung von der Lektion, die ich heute für euch aufgenommen habe. Frei verfügbar auf YouTube. Vergleichswert. Die Projektion, die du via deiner Positionierung in den Markt abgibst, sozusagen, ja, ist letztendlich bietet oder stellt den Grundstein dar, also die Grundlage, das Fundament für den Vergleichswert. Ja, jeder Mensch, das Gehirn lebt sozusagen in permanenten Vergleichen. Ja, wir vergleichen permanent. Ja, das Gehirn kann nicht denken, ohne zu vergleichen. Ja, also der sogenannte Referenzwert, sagt doch Alex Fischer Düsseldorf, ich kann den Namen schon nicht aussprechen. Ja, also das heißt, alles, was dein Kunde oder dein Prospekt, dein potenzieller Neukunde wahrnimmt über dich, über deinen YouTube-Kanal, deine Videos, deine Webseite, deine Landingpage, deine E-Mails, deine Nachrichten auf LinkedIn, egal was, wird immer sofort und ohne darüber nachzudenken sehr häufig und ohne es vermeiden zu können, ohne es überhaupt verhindern zu können, verglichen mit Referenzwerten aus der Vergangenheit. Okay? Und das schon mal als Fundament ist super wichtig, dass du verstanden hast, und das musst du dir immer und immer und immer wieder ins Gedächtnis rufen. Ja? Welche potenziellen Vergleichswerte hat meine potenzielle Zielgruppe? In der Summe sind da Muster, sind da sozusagen Gemeinsamkeiten von ganz vielen Personen oder Personas oder Avatars in meiner Zielgruppe, die diese besonderen Referenzwerte haben. Dann nehme ich diese Referenzwerte und arbeite dann sozusagen auf der Basis und arbeite sozusagen meine Feinheiten in der Positionierung dabei raus, ne? Sozusagen, sodass sie letztendlich den in der Referenzierung mit ihren akkumulierten Vergleichswerten aus der Vergangenheit mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zum Beispiel bei mir einen Termin buchen. War das jetzt etwas zu kompliziert? Kein Problem, können wir gerne im Strategie-Call nochmal genauer besprechen und vor allen Dingen individuell auf deine Situation zugeschnitten. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du da bei mir mal vorbeischaust. Hier unten irgendwo muss der Link sein. Einfach draufklicken und dir bei mir einen kostenlosen Ersttermin buchen. So, und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz weiter rüber in den Meetingraum, weil ich habe nämlich noch eine weitere Information für dich.